Im heutigen Video kümmern wir uns um die richtige Versorgung von Schürfwunden. Zunächst die Erstversorgung. Hierzu spülen wir die Wunde unter kühlem, fließendem Wasser aus, aber bitte nicht reiben oder Druck ausüben, denn so kann Schmutz tiefer in die Wunde gelangen. Wenn es aber doch Reste oder Steine in der Wunde sind, dann kann man die mit einer desinfizierten Pinzette entfernen. Wir selber entfernen aber nur oberflächlich eingedrungene Partikel. Festsitzende Glasscherben oder Steinsplitter oder wenn man nicht sehen kann, wie tief die Partikel in der Wunde sitzen, bitte vom Arzt entfernen lassen, da es sonst zu schlimmeren Blutungen kommen kann. Aber erst nach der vorherigen Reinigung sollte dann auch ein Wunddesinfektionsmittel aufgetragen werden. In diesem Fall eignet sich ein Wunddesinfektionsmittel zum Sprühen, da so die Wunde nicht mehr berührt werden muss. Zum Schluss kommen wir zum Abdecken der verletzten Stelle. Bei kleineren Wunden kann ein luftdurchlässiges Pflaster verwendet werden, aber größere Verletzungen sollten mit einer Wundauflage versorgt werden. Die besteht aus einer sterilen Kompresse, die mit einer Mullbinde fixiert wird. Aber Achtung, obwohl Wunden meistens harmlos sind, sollte man trotzdem den Schutz seiner Tetanusimpfung prüfen lassen. Da Schürfwunden am besten an der Luft heilen, bitte keine Sprühpflaster oder Heilsalben auftragen. Wenn jetzt aber eine Schürfwunde dick wird oder sich rötet, dann bitte auf jeden Fall zum Arzt gehen, denn es könnte eine Infektion vorliegen.